Moin! Herzlich willkommen zurück hier zur Nachmittagsausgabe an diesem Sonntag. Let's Play LS17, Nordfriesische Marsch, Vierfachmap 1.8 ohne Gräben. Boah, ihr seht, unsere Gelduhr rennt nach oben. Wie die wilde Wutz, könnte man sagen. Und, wir, wir verkaufen irgendwie Bier. Ich weiß nicht, was noch gerade alles wirklich im Verkauf ist und was schon verkauft ist. Wir sind da ganz, ganz aktiv. Und verdienen Geld. Wir haben gestern Feld 19 hier rechts von uns gekauft. Wir haben Feld 15 gekauft. Die sind auch schon gedüngt. Wir sind jetzt dabei, Geld zu verdienen, um weitere Felder zu kaufen. Ich habe jetzt gerade noch einen Viehanhänger gekauft. Hier oben den Micheletto, weil da noch ein paar mehr Viecher reinkommen. Und jetzt können wir gleich schön mit zwei Trucks können wir Rinder vom Rinderhof zum Schlachter bringen und dann Fleisch produzieren. So. Und dafür gibt es doch bestimmt irgendwo einen Kurs, der zu den Rindern geht. Wo steht denn was von Rinder? Silo Rinder. Gucken. Rinder, Schlachter, Rinder. Hof Rinder. Ist doch was. Den kann man doch nehmen. Kann man noch drauf aufbauen. So, eben, ja, die Punkte sind alle angehakt. Super. Und dann bringen wir den mal auf den Weg. Und sehen mal zu, dass wir... Ich glaube, wir haben ungefähr 500 Rinder zu verkaufen. Ich weiß nicht, wie viel der Schlachthof annimmt. Aber... Notfalls bringe ich noch ein paar Rinder hier zum Rinderhof. So. Müsste hier unten ja auch noch irgendwo ein Transporter stehen haben. Ne, nur ein Anhänger. Schade. Aber. Ich habe ja hier noch einen Transporter stehen drin, oder nicht? Wie war das noch? Ja, da steht noch ein Transporter. Zwar nur der Einachse, aber hey. Es ist, wie es ist. Ja. So, die Fabrik läuft auch nicht mehr. So, das macht aber nichts. Wir holen uns jetzt hier auch den anderen Viehanhänger. Den kleinen sozusagen. Und fangen an, Rinder wegzufahren zum Schlachter. Oh, bin ich mal gespannt. Oh, da vorne kommt schon der Cosplay-Fahrer. Kühe. Rein da.
So. Jetzt gibt's hier Rinderhof, Schlachter, Rinder. Überführungskurs. Abfahren lassen. Gut, das war jetzt natürlich mein Fehler, mein Problem. So. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, wie viele Rinder da reinpassen. Fahrer entlassen. Ist weg. Wir schauen mal, wie sich der Michiletto so macht. So, 2,7 Millionen Euro haben wir jetzt mit unseren Verkäufen bisher eingenommen. So, wie geht das? Plane schließen. Achso, ist schon offen. Ja. Und wie belade ich den jetzt? Hallo, hallo? Bin ich zu doof für, wa? Kann ich auch verstehen, warum einige sagen, das geht bei mir nicht. Aber bei mir geht es nämlich auch nicht. Mehr als das kann ich nicht machen. Oder muss ich da vorher irgendwas hier an der Seite machen? An dem Trailer. Ich bin da wahrscheinlich zu doof zu. Oh. Ja, das ist der... Da wäre auch noch eine Zugmaschine. Thank you.
Bin zu doof. Ich bin zu doof. Ich fahre jetzt an den anderen. Gibt's doch nicht, ey. Geht hier nicht. Geht hier tatsächlich nicht. Bin da zu doof für. Habe ich mir den gekauft und jetzt geht das nicht, oder wie? Aha. Kann ich noch die Achse ändern? Das ist ja schön und gut. Aber nichtsdestotrotz bringt mir das nichts, dass ich hier keine Fahrzeuge oder keine Viecher reinkriege. Egal, wenn ihr wisst, wie es geht, ich meine, was mache ich falsch? Bin ich zu doof? Habe ich den falschen Trailer? Wahrscheinlich habe ich den falschen Trailer. So, wir verkaufen jetzt erstmal die ersten 20. Rinder. Ja. Wenn wir gleich zurückgefahren sind, dann mache ich da die andere Zugmaschine vor. Die ein bisschen besser passt. Die ein bisschen spurgetreuer ist. Oh Mann, ey, was fahre ich mir heute denn zurecht? Komm, so. So, 20 Stück raus. Weiterfahren, genau. Genau das sollst du. Warum geht das nicht?
verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Ach, sehr cool. Ich verstehe es nicht, warum der es nicht kann. Leute, gebt mir einen Tipp, schreibt es in die Kommentare. Wahrscheinlich bin ich einfach nur zu dämlich. Ansonsten war es das für Sonntag. Heute Abend, wie ich schon sagte, kein Livestream. Ja, morgen ist Feiertag, Pfingstmontag. Morgen gibt es wieder 2 Folgen. 10 Uhr und 14 Uhr. Und in diesem Sinne sage ich jetzt erstmal ciao.